Und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Da sind wir wieder. Ich mache direkt weiter. Natürlich, ich kann ja gar nicht anders. Dann gehen wir mal durch das Portal. Bin ich gespannt. Drachenholm. Karl Grandits Erbe des Schreckens lebt in zerbrochenen Überbleibseln seines einstigen Machtsitzes weiter. Kaschitische Seeleute haben die Insel jahrhundertelang gemieden. Nun wissen alle, dass ihre Furcht vor diesem Ort nicht nur Aberglaube war. Das sieht so cool aus, ne? Oh mein Gott, ich habe schon wieder Gänsehaut jetzt. Willkommen, teuerste Freunde, auf dem Jonelichtpfad. Wo Helden wie wir die Schwellen erklimmen, die jedes hier mit jedem dort verbinden. Sieht so schön aus. Ihr seid der Kunzari. Reiß dich mal zusammen. Oh, bitte, Blut von Sars Geliebter. Für Freunde ist dieser einfach nur Saar. Nun, überquert den Jonelichtpfad und macht euch auf den Weg nach Drachenholm. Hoch? Ja, dann. Oh, so schön. Nicht runtersehen, nicht runtersehen. Wie es glitzert. Was für ein Wunder! Oh. Achtet auf die Lücken zwischen den Sternen, teuerste Freunde. Saar fände es grässlich, wenn ihr stürzen würdet. Ja, das wäre ein bisschen doof, aber wir schaffen es schon. Sind hier Lücken? Nee. Hier sind Lücken. Passiert nichts. Alles gut. Dieser Ort geht scheinbar endlos weiter. So viele Inseln, aber keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Wir schaffen das schon. Das Ende ist nah, teuerste Freunde. Man kann von hier aus schon fast Karl Grontids Gestank wittern. Fast. Oh, ich liebe das einfach. Das Spiel ist einfach so schön gemacht, wirklich. Hi. Das ist der Ort, wo die Schwelle des Hiers die Schwelle des Dorts berührt. Ja, Saar bricht seine eigenen Regeln. Es liegt in seinem Wesen, ja? Hinter diesem Portal liegt das Ende einer Geschichte, die vor langer Zeit begann. Mögen die Monde euch führen, teuerste Freunde. Teuerste Freundin, wir sind gemeinsam auf dem Jonelichtpfad gewandelt. Und Saar wird im Geiste bei euch sein, wenn ihr euch Karl Grontid zum letzten Mal stellt. Wie Saar habt ihr das Herz eines Champions. Ihr werdet diesen stolz machen. Wir können überall hingehen, wenn wir über den Jonelichtpfad wandeln. Saar kann überall hin, ja? Ihr aber nein. Wohl eher nicht. Von uns beiden hat nur Kunzari Azuras Flüstern gehört und den verbotenen Baum erklommen. Doch dieser wird euch zeigen, wie ihr Drachenholm erreicht. Nun beeilt euch, bevor euch das Herz platzt. Mein Herz wird platzen? Oder eure Seele wird zerfetzt. Nur Azuras schnellste Champions können an diesem Zwischenort länger überleben. Warum? Wer kann das sagen? Azura bewahrt manche Geheimnisse sogar vor ihren Lieblingen. Also nun tretet auf das Mondlicht und beeilt euch. Lieb wohl. Tschüss und vielen Dank. Drachenholm. Ja. Es gibt mehrere einzigartige Heime, die jeweils von einem der 10 spielbaren Völker Tamriels inspiriert wurden. Es gibt echt viele Heime, die man so kaufen kann. Aber mir reichen meine, ehrlich gesagt. Man geht als Erster rein und kommt als Letzter raus. Sogar die Zeit ist widerborstig in der Nähe solcher Magie. Kommt, Königin Kamira und Nafala sind dort vorn. Was? Die sind schon da? Oh! Ich umflog die Insel, Königin der Katzen.
Wie erwartet hat Karl Grundtvig Fokuspunkte aus Äonensteinen errichtet, um seine Energie zu mehren. Gut gemacht, Nafalar. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, zur Insel zu fliegen, sobald die Ägis fiel. Bin ich auch. Was in Anekina begann, endet am Himmel über Pelitine. Ich spüre Macht. Einen unermesslichen Vorrat, der sich im Herzen der Insel aufstaut, wie ein Sturm, der sich zusammenbraut. Karl Grundtvig ist kurz davor, sein schreckliches Ziel zu erreichen. Zum Glück war Nafalar weitsichtig genug, uns hier zu treffen. Also wie können wir Karl Grundtvig aufhalten? Harm. Ich habe da eine Vermutung. Nafalar sagte uns, dass es Fokuspunkte gibt. Äonensteine, die an Schlüsselorten auf der Insel aufgestellt werden. Wenn wir den Energiefluss durch diese Fokuspunkte stören können, könnte das Karl Grundtvigs Aufstiegsritual aufhalten. Wie können wir den Energiefluss stören? Wenn Abnurtan bei uns wäre, hätte er eine magische Lösung. In seiner Abwesenheit sehe ich nur einen Weg. Wir müssen die Äonensteine zerstören, aus denen die Fokuspunkte bestehen. Ich bezweifle, dass Karl Grundtvig sie ungeschützt zurückgelassen hat. Seid bereit für einen Kampf. Fünf Kralle. Okay. So, ich muss Maskenträgerin, nehmt die Maske von Alkosch und erfüllt sie mit der Energie der Kreaturen des dunklen Ärens. So. Sie wird euch und die anderen vor meinem Feuer beschützen. Jetzt habe ich die wieder an. Yeah. Tötet, strahlt eure Maske vor Macht. So gut. Da, dieser Äonensteinsplitter, zerstört ihn. Ich natürlich, wer sonst? Beziehungsweise wir. Wir halten den Aufstieg auf. Es scheint, als hätten unsere Bemühungen Karl Grundtvig verärgert. Gut. Oh.
können halt die Macht gut gebrauchen, ne? Wenn wir dann... Fokuspunkt. Doch, ich drück doch F. Ja, ich will gerade nicht, ich drücke F. Wollt ihr durch meinen Aufstieg zum neuen Mond verhindern? Niemals! Tja, denkst du? Lieber Karl Grundhiet. Oh. Hi. Ich dachte, ihr wollt nur hier Prüfungskomitee und so. Diese Ruinen. Könnten sie Teil jener Anlage sein, die ihr mit Tarn erkundet habt? Könnte. Falls Tarn noch lebt, könnte er darin Unterschlupf gesucht haben. Oh, ups. Wir werden ihn finden, Königin Camira. Ich habe Tarn Schlimmeres überleben sehen als eine schwebende Insel. Die Monde seien mit ihm. Doch Tarn hat wohl größere Sorgen als die schwebende Insel. Schaffen wir schon. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Schnell zur Spitze. Ja, wir beeilen uns schon. Der Fokuspunkt sollte gleich vor uns liegen. Schneller, dass er stirbt.
sich in meinen Aufstieg einmischt. Tun Sie das, Herr Karl Grontid. Das war der letzte Fokuspunkt. Jetzt kümmern wir uns um Karl Grontid. Wie ihr meint, Königin Camira. Lass mich noch um die anderen Idioten hier. Bei den Monden. Ab, Lothar! Ist das Tarn? Wieder zu spät. Das passt ja. Wie wieder zu spät? Tarn ist noch bei uns. Ich hatte da so ein Gefühl, dass ihr hinter der Erschütterung der anderen Fokuspunkte steckt. Ich dachte mir, ich helfe ein bisschen, indem ich diesen letzten hier ausschalte. Tarn, ihr seht nicht gut aus. Stets die Stimme von Halt und Taktgefühl. Mhm. Wenn man die Umstände bedenkt, könnte es mir schlimmer gehen. Leider glaube ich, dass wir ein Problem gelöst und ein anderes geschaffen haben. Was meint ihr? Um all diese Energie sicher aufzunehmen, braucht Karl Grontid Fokuspunkte. So nah, wie er seinem Aufstieg jetzt ist, wird Sicherheit gewiss nicht das Wichtigste für ihn sein. Wenn er seinen Aufstieg vorantreibt und auch nur den kleinsten Fehler macht... Tarn, was geschieht, wenn Karl Grontid einen Fehler macht? Wenn Karl Grontid versucht, ohne die Fokuspunkte aufzusteigen, könnte er all diese aufgestaute Energie entfesseln. Die entstehende Explosion würde Elsweyr vernichten. Vielleicht sogar ganz Tamriel. Tarn, geht es euch gut? Ihr macht euch mehr Sorgen als eine Ammenmaid der Nord. Ja. Zur Mitte der Insel. Es wird Zeit, das hier zu Ende zu bringen. Was ist euch zugestoßen, nachdem die Insel in den Himmel emporzusteigen begann? Ich bin gerannt und bin dabei herabfallenden Steinen ausgewichen und über Löcher im Boden gesprungen, die sich auftaten. Ich habe mir meinen Weg an die Oberfläche gebahnt, nur um feststellen zu müssen, dass wir uns mindestens eine Meile hoch am Himmel befanden. Was habt ihr dann getan? Ich tat, was jeder ansehnliche Kampfmagier getan hätte. Ich habe mich versteckt. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht in der Verfassung, selbst mit Karl Grontid aufzunehmen. Also habe ich die Lage beobachtet und abgewartet. Übrigens, wie seid ihr denn hierher zurückgekommen? Kunsaris Geist hat uns über den Jonelichtpfad geführt. Natürlich tat er das. Falls wir das hier überleben, könnt ihr mir das alles später erklären. Lasst uns jetzt versuchen, diesen verdammten Drachen zu töten. Okay, dann, ja. Versuchen wir es mal. Seid ihr dem gewachsen, alter Mann? Macht euch keine Sorgen um mich. Vergesst nicht, Karl Grontid sitzt auf einem riesigen Stück Äonenstein, das mit genug Macht pulsiert, um den Kontinent zu verwüsten. Konzentriert euch auf die anstehende Aufgabe. Oh mein Gott. Wieder alle Größen wahnsinnig hier. Hatte ich die alle schon? Bestimmt. Diese Tür, Karl Grontid, ist dahinter. Bevor wir eintreten, sollten wir uns vorbereiten. Und das könnte das letzte Mal sein, dass wir eine Chance zum Reden haben. Also nutzt sie gut. Tja, das hätte er ein bisschen früher sagen sollen. Ich werde Schutzkugeln auf die Kletterpunkte wirken, wenn Karl Grontid zum Schrei ansetzt. Sterbliche, lasst mich euer Blut schmecken. Ein letzter Trunk, ehe ich meinen Aufstieg abschließe. Oh nein, meine Waffe ist leer. Das ist natürlich bester Augenblick. Okay.
seine Rückkehr. Wie soll ich denn herabzwingen? Kommt denn da jetzt wieder runter? Wahrscheinlich wieder nicht kapiert, das schon. Ja, okay, jetzt habe ich es ja verstanden. Bin bereit. Sicherheit hier.
bin gespannt, wie das jetzt dann noch ausgeht. Wartet, bis er zurückkehrt. Oder zwingt ihn zum Landen. Das war unnötig. Getötet. Die Insel. Sie wird auseinandergehüttelt. Was geschieht hier? Die Energie im Äonenstein. Wir müssen sie bändigen, bevor er explodiert. Selbst im Tode sucht mich dieser verdammte Drache heim. Wenn dieser Äonenstein zerspringt, ist Tamriel dem Untergang geweiht. Sag mir, wie man das aufhält, Tarn. Nein, meine Freundin. Für diese Aufgabe braucht man einen Drachen und einen Kampfmagier. Geht mit Kamira und Saisahan, findet einen Weg hier raus. Nafala und ich werden die Explosion bändigen. Wir stecken hier gemeinsam drin, Tarn. Und wir haben Erstaunliches erreicht. Doch das hier, das ist etwas, bei dem ihr mir nicht helfen könnt. Rettet die anderen. Ich muss diesen Kristall erreichen, ehe er explodiert. Ich kann euch nicht einfach hier sterben lassen, Tarn. Ich habe mich auf einen solchen Augenblick vorbereitet. Ich bestehe darauf, dass ihr mir dieses eine letzte Mal vertraut. Falls dies ein Abschied ist, meine Freundin, so war es mir eine Ehre. Tut, was getan werden muss und beendet es, Tarn. Ich werde tun, was ich kann. Bringt sie hier raus, Kamira. Ich weiß, ihr könnt das schaffen. Da! Tam wird tun, was er immer getan hat. Er wird Tamriel retten. Wir müssen hier raus. Nafala, könnt ihr uns von der Insel fliegen? Ich muss dem Kampfmagier helfen. Sonst wird die Explosion alles vernichten. Die Monde sollen euch lohnen, Tam. Ich schätze, ich muss es versuchen. Jode, gib mir Kraft! Da! Rasch, meine Freunde! Durch das Portal!
das finde ich jetzt gerade nicht schön. Ich wusste zwar wegen dem Trailer und so, aber trotzdem. Oh no. Endlich wach, wie ich sehe. Kommt und stellt euch zu mir, Fünfkralle. Taren war ein besserer Lehrer, als ich es ihm zugetraut hätte. Als ich es tun musste, war ich in der Lage, ein Portal zu öffnen. Die Insel, sie ist explodiert. Aber die Druckwelle hat sich nicht weiter ausgebreitet. Taren hat es geschafft. Elsweyr ist sicher. Man wird sich an Abnutan erinnern. Ich weiß, Fünfkralle. Ich weiß. Ich mochte ihn nicht, aber ich habe ihn letztendlich respektieren gelernt. Am Ende war er Teil meiner Familie. Wir werden sein Andenken und sein Opfer ehren. Ich kümmere mich persönlich darum. Was ist mit Sai-Sahan und Nafalar? Sai-Sahan ist zurück ins Drachengarde-Refugium gegangen, um nach den anderen zu sehen. Was Nafalar angeht, weiß ich es nicht. Er war auf Drachenholm und hat Taren geholfen. Wir können nur hoffen. Die Drachengarde. Sie hat so viel getan. Und ihr stets mein Champion. Ich tat nur, was getan werden musste, Kamira. Meine Worte. Sie sind nicht genug, ja? Ihr habt so viel für mein Heimatland getan. Für mich. Geht zum Drachengarde-Refugium. Trefft euch mit den anderen. Ich wünsche hier noch eine Weile zu bleiben. Ich suche euch nach meiner Rückkehr auf. Kamira, seid ihr in Ordnung? All dies lässt einen an die Vergangenheit denken. Ich habe meine Familie verloren. Ich habe gute Freunde verloren. Ich hätte fast mein Heimatland verloren. Doch wir haben durchgehalten. Ehe ich euch traf, gab es noch etwas anderes, das ich verloren hatte, ohne es zu merken. Etwas, das ihr mir zurückgegeben habt. Was war das? Hoffnung. Ganz gleich, was wir uns auch stellen mussten. Ganz gleich, wie groß die Gefahr auch war. Ihr habt nie aufgegeben. Ihr habt mich eine wertvolle Lektion gelehrt. Ihr und Taren. Vielen Dank, meine Freundin. Oh mein Gott. So, was geht zum Drachengarde-Refugium? Ich bin sad. Sehr sad. Och, Mann. Was ich cool fände, wäre, wenn man dann noch diese Zwischensequenzen einfügen würde oder so ins Spiel. Das fände ich noch ganz cool. Mein Stuhl knatscht. Tja. Abnutan, der Gute. Wenn ich die Hauptquest wieder spiele, dann sehen wir den sowieso wieder ab und zu. Seht mal, wer zurück ist. Ja. Ah, das Beste, was die Drachengarde zu bieten hat. Unterhalten wir uns. Es ist schön, euch wohlbehalten und auf den Beinen zu sehen. Nach unserer Flucht von Drachenholm hätte man meinen können, ihr wärt tot. Achso, dann ist es also wirklich vorbei? Wir haben Karl Grontit getötet? Wir haben es geschafft, meine Freundin, und Tamriel steht tief in eurer Schuld. In eurer und in der von Abnutarn. Dieser alte Kampfmagier sei verdammt dafür, dass er den Helden spielen musste. Er hat eine Explosion eingedämmt, die Elsweyr in Asche verwandelt hätte. Doch musste er sich dafür umbringen lassen? Tarn hat uns alle gerettet, doch ich frage mich, was als nächstes kommt. Was es auch sein mag, wir werden bereit dafür sein. Doch fürs Erste schulde ich auch euch etwas. Ohne eure Hilfe wäre die Drachengarde nie auferstanden. Wir hatten mehr Erfolg, als ich je gehofft hätte. Nehmt dies und wisset, dass es hier immer einen Platz für euch gibt. Ja, natürlich habe ich keinen Platz. Ja.
Wir haben es geschafft, meine Freundin. Wir haben die Drachengarde neu gegründet und Khalgrun Teed ein Ende bereitet. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ich habe noch einen letzten Gefallen, um den ich bitten müsste. Es geht um Nafalar. Was ist mit Nafalar? Er kehrte kurz nach uns zurück, doch er verhält sich seltsam. Er will nicht mit mir sprechen. Er will mir nicht sagen, was dort oben geschehen ist. Nachdem Tarn... Er vertraut euch. Könntet ihr für mich nach ihm sehen? Wo ist er? Oben, in seiner Kammer. Er scheint verstört von dem zu sein, was geschehen ist. Sprecht mit ihm. Findet heraus, was auf Drachenholm vorgefallen ist, nachdem wir weg waren. Okay. Sprecht mit Nafalar. Hört euch an, ob er Licht auf die letzten Geschehnisse dort oben werfen kann. Und sprecht mit den anderen Mitgliedern der Drachengarde, falls ihr Zeit habt. Sie alle wollen einen Augenblick Zeit mit der Heldin von Drachenholm verbringen. Die Heldin von Drachenholm? Sajis Worte, nicht meine. Oh, ihr habt wunderbare Dinge in eurer Zeit bei uns erreicht. Latvulon, Khalgrun Teed. Doch solche Titel bedeuten Bewunderern mehr als den Bewunderten. Unsere Drachengarde ist jung. Soll sie ihre Helden haben. Okay. Dieser bedauert, dass er den ganzen Trubel auf Drachenholm verpasst hat. Saji erwartet aber, dass er beim nächsten Sturmangriff auf eine schwebende Insel dabei ist, ja? Habt ihr euch wirklich entschieden, euer altes Leben hinter euch zu lassen, Saji? Das Schmuggeln? Die Piraterie? Das Trinken? Dieser hat sie fallen lassen wie einen heißen Süßkringel. Also abgesehen vom Trinken. Ihr genießt es also, Mitglied der Drachengarde zu sein? Saji wollte immer ein Held sein. Die Drachengarde gibt Saji nun die Gelegenheit, etwas Wichtiges mit seinem Leben anzustellen. Etwas Gutes. Doch wir sollten feiern. Nicht die Entscheidungen bedenken, die uns an diesen Punkt geführt haben. Zumindest nicht, solange wir noch nüchtern sind. Es freut mich, dass ihr euch nicht ganz und gar geändert habt, Saji. Saji glaubt trotzdem, dass eine Feier angebracht ist. Vielleicht erwähnt er es gegenüber der edlen Königin von Anekina. Ah, sie muss genug Gold haben, um ein ordentliches Fest auszurichten. Habt ihr abgesehen von einer Feier noch andere Pläne für die Zukunft, Saji? Es müssen immer noch Drachen erledigt werden. Und die Drachengarde wird noch mehr Schiffe brauchen. Eine ganze Flotte von ihnen. Dann wird Kapitän Saji auch einen höheren Rang bekleiden. Was haltet ihr von Admiral Saji, ja? Klingt gut. Am nächsten Drachen will Saji nicht zurückgelassen werden. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ihr vorgeprescht werdet, um Latvulon herauszufordern. Nun kommt schon, Aelia. Der Kapitän muss stets auf taktischer Distanz bleiben. Taktische Distanz? Genau. Saji handelt immer besonnen. Genau. Als wir sahen, wie die Insel auseinanderzubrechen begann, konnte ich Saji und Kaska gerade noch so davon abhalten, in die Sprung zu hüpfen und loszusegeln, um euch aus dem Meer zu fischen. Könnt ihr euch das vorstellen? Navigieren zu wollen, während Teile der Insel herunterregnen? Ich schätze, es ist der Gedanke, der zählt. Der Gedanke. Wisst ihr, ich habe nachgedacht. Vielleicht bin ich nicht dafür gemacht, zur Drachengarde zu gehören. Ich fühle mich so jung im Vergleich zu Sai Sahan. So unerfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit fertig geworden wäre, auf dieser fliegenden Insel zu sein. Ihr habt euch euren Platz in der Drachengarde verdient, Aelia. Das habe ich? Ich meine, das habe ich, nicht wahr? Und ich habe unsere Streitkräfte hier unten befehligt, während ihr und Sai dort oben wart. Ihr wisst einfach immer, was man sagen muss, oder? Vielen Dank, meine Freundin. Ich werde daran denken, während ich danach strebe, mehr Erfahrung zu sammeln. Viel Glück, Aelia. Wisst ihr, es gefällt mir wirklich, ein Teil von all dem zu sein. Aelia von der Drachengarde. Ich werde euch und Sai Sahan stolz machen. Also kein Wort mehr darüber, die Drachengarde zu verlassen, ja? Nein, das war nur ein Anflug von Zweifel. Doch ihr habt mir den Kopf gerade gerückt und ich werde meine Berufung sehr ernst nehmen. Ich gehe dahin, wo auch immer die Drachengarde mich braucht. Ich werde auch nach Senchal zurückkehren und meinen Vater besuchen. Das zumindest schulde ich ihm. Okay. So, hey Kaska. Diese Drachengarde, sie ist gut, aber man muss noch ein bisschen an ihr arbeiten. Zum Glück hat Sai Sahan mich, damit ich diesem traurigen Haufen noch ein wenig Vernunft einbläuen kann. Was meint ihr? Die Arbeit, die Mission,
Wir mögen sozusagen die Clanmütter der Drachen ausgeschaltet haben. Doch es müssen noch viele niedere Drachen beseitigt werden. Dafür muss die Drachengarde kämpfen lernen. Und kämpfen, das ist meine Spezialität. Ihr plant also, bei der Drachengarde zu bleiben? So lange, wie man mich dort haben will. Mich und Kapitän Saji. Ehrlich gesagt schlägt sich der Bärtige gut im Kampf. Ich glaube, ich könnte dabei auch das eine oder andere von ihm lernen. Es ist also das Beste für alle, wenn wir hier erstmal den Anker werfen. Ich glaube, ihr habt recht, Kaska. So, sprecht mit Nafala. Hab ich jetzt Platz gemacht oder nicht? Klatsch, klatsch, klatsch. Jetzt bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Irgendwas ist doch wieder. Nafalas Kammer. Schön, dass es so heißt. Dass er hier so sein Zuhause hat. Hallo. Ah, Maskenträgerin. Ich sehe mich in meinem Zuhause um und entdecke reges Treiben. Die Schergen des Bärtigen. Sie huschen umher wie die Ameisen über den Mondzucker. Das ärgert mich. Was ist ganz am Ende auf Drachenholm geschehen, Nafala? Der Kampfmagier wollte die Energie in den Äonensteinen bändigen, damit die Entfesselung der Magie sich nur auf die zerfallende Insel auswirken kann. Ich habe ihm geholfen, dieses Ziel zu erreichen, ehe ich hierher zurückkehrte. Und Abnotan, ist er auch der Zerstörung der Insel entkommen? Ich weiß es nicht. Der Kampfmagier war schwach und erschöpft, doch er weigerte sich aufzugeben. Er wollte euch retten und dieses Land. Ich verlieh ihm genug von meiner Macht, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem er geholfen hatte, Karl Grontit aufzuhalten. Was hat Karl Grontit wirklich zu erreichen versucht? Ich kann euch nur sagen, was Karl Grontit geglaubt hat. Er glaubte, dass er mit genügend Macht als neuer Mond in den Himmel hätte aufsteigen können. Als neuer Gott, der Akatosh herausfordern kann. Ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, er musste aufgehalten werden. Was mich angeht, wird es Zeit, weiterzuziehen. Seid ihr froh, dass Karl Grontit tot ist? Froh, dass eine so prächtige Kreatur wie Karl Grontit ausgelöscht werden musste? Nein, Maskenträgerin. Ich bin enttäuscht, dass es so weit kommen musste. Das stimmt. Dass Karl Grontit uns zum Eingreifen gezwungen hat. Er war gefährlich, also beendeten wir die Gefahr. Und nun muss ich aufbrechen. Wo wollt ihr hin, Nafala? Wohin auch immer meine Flügel mich tragen, Maskenträgerin. Ich muss den richtigen Augenblick abwarten, wenn mein Eingreifen das nächste Mal gebraucht wird. Es tut gut zu sehen, dass wir zusammenarbeiten können, Sterbliche. Ich werde mich daran erinnern. Und nun lebt wohl. Lebt wohl, Nafala. Vielleicht treffen wir uns wieder, Maskenträgerin. Die Welt ist eher klein und keine Sorge wegen der Maske. Wie ich wird sie einfach abwarten, bis sie wieder gebraucht wird. Sagt es der Drachengarde. Sie hat meinen Respekt. Tschüss. Tschüss, Nafala. Ui.
Da fliegt er hin. Bye, bye. Ich habe die Schwingen gehört. Nafala hat uns verlassen. Das ist wahrscheinlich alles in allem das Beste so. Wart ihr in der Lage, ihn dazu zu bringen, euch zu erzählen, was auf Drachenholm geschehen ist, bevor die Insel völlig auseinanderbrach? Er half Tarn, die Explosion einzudämmen. Sie haben Tamriel gerettet, doch er wusste nicht, welches Schicksal Tarn ereilt hat. Tarn ist ein zäher alter Ziegenbock. Wenn man das irgendwie überleben konnte, dann hat er es geschafft. Ich glaube nur, diesmal gab es kein Entkommen. Oh, ich hätte es fast vergessen. Königin Kamira hat nach uns verlangt. Sie will uns sehen. Uns alle. In Senschal. Hat Kamira sonst noch etwas gesagt? Sie hat sich eher kryptisch ausgedrückt. Aber ich glaube, sie möchte eine Feier abhalten. Zu Ehren der Drachengarde und unserer Erfolge. Doch vorher will sie noch mit euch sprechen. Ihr findet sie im Palast von Senschal. Okay, ich bin unterwegs. Königin Kamira hat mich beeindruckt, meine Freundin. Nicht jeder Herrscher bringt sich zum Wohl seines Volkes bereitwillig in Gefahr. Tamriel könnte ein ganzes Dutzend wie sie gebrauchen. Kamira hat die gesamte Drachengarde nach Senschal eingeladen? Das hat sie getan. Wir folgen ihrem Ruf in Kürze. Um einen guten Eindruck zu machen, muss die Drachengarde darauf vorbereitet sein. Ich werde Saji und Kaska erklären, welchen Protokollen sie folgen und welche Sittenregeln sie einhalten müssen. Hoffentlich bleibt etwas von dem hängen, was ich ihnen erzähle. Ja, dann gehen wir da noch hin, ne? So, jetzt bin ich gespannt, aber es wird bestimmt schön wieder so wie letztes Mal. Wir haben es geschafft, Karl Grundtit zu besiegen und alles zu retten, natürlich wie immer die ganze Welt. Hey, jetzt hallo. Ladebildschirm. Ist mal gut jetzt. Hallo? Ach, jetzt. Jetzt können wir. Palast von Senschal. Öffnen. Wie können wir euch beschützen, Königin, wenn ihr uns immer wieder zurücklasst? Ich bin doch kein zerbrechliches Kätzchen, Samarak. Meine Pflichten haben stets Vorrang. Oh, ich finde, Kamira ist echt so die Beste. Ah, Fünfkralle. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, während ich mich um meine königlichen Beschützer kümmere. Was soll ich tun? Ihr müsst mich bei dem kaiserlichen General Renmus vertreten. Er kennt mein Ziel, die Konföderation von Elsweir neu zu gründen und eine China mit Pelitine wieder zu vereinen. Angesichts ihrer Dienste will ich den Schilden von Senschal einen Platz in diesem wiederhergestellten Königreich anbieten. Und ihr wollt, dass ich dem General dieses Angebot unterbreite? Unbedingt. Es gibt niemand anderen, dem ich eine derart heikle Verhandlung anvertrauen würde.
General Remus weiß schon, dass so ein Angebot im Raum steht. Ich möchte, dass ihr ihm dieses Angebot offiziell unterbreitet und herausfindet, was er denkt. Werde ich tun. Wie soll ich denn überhaupt etwas schaffen bei diesen ständigen Störungen? Ah, ihr seid es. So wie ich das gehört habe, müssen wir euch dafür danken, dass der Drache aufgehalten und die schwebende Insel beseitigt wurde, ja? Hab Dank. Doch was führt euch gerade jetzt in mein Arbeitszimmer? Königin Kamira hat mich entsandt, den Schilden eine Position in der wiedereingesetzten Konföderation von Elsweyr anzubieten. Also, Anekina will Pelitine zur Rettung kommen? Wir haben uns ganz gut allein geschlagen, nur damit ihr es wisst. Ach, wem mache ich da etwas vor? Die Schilde haben nur durch Glück und Hartnäckigkeit durchgehalten. Und dann kamen die Drachen. Königin Kamira will nur helfen. Meine Soldaten und ich haben dem Kaiserreich einen Eid geschworen. Wenn wir diesen Eid verraten und der Königin von Kremten dienen, was sagt das über unsere Ergebenheit und Treue? Ich bin wohl zwischen Stolz und Ehre hin und her gerissen. Was denkt ihr, Drachengardistin? Also ich würde es annehmen. Nehmt das Angebot der Königin an. Senchal braucht die Schilde und die Schilde brauchen Unterstützung. Ihr merkt da etwas Wichtiges an. Das Kaiserreich existiert nicht mehr. Aber Senchal braucht uns immer noch. Es wäre ehrlos, uns von diesem Dienst abzuwenden. Wohlan denn. Für Senchal und sein Volk werden wir Königin Kamiras Angebot annehmen. Sehr gute Idee. Vater, entschuldigt die Unterbrechung, aber die Zeremonie beginnt gleich. Perfekt. Und Aelia, ich habe Königin Kamiras Angebot angenommen. Wir werden helfen, die Konföderation von Elsweyr wieder aufzubauen. Das sind hervorragende Neuigkeiten, Vater. Senchal braucht die Schilde und die Schilde brauchen die Unterstützung eines Monarchen. Nun kommt mit, wir müssen euch alle zu dieser Zeremonie bringen. Wie ihr wünscht, Vater. Ach ja. Ja, wäre doch doof, das nicht anzunehmen. Also jetzt ganz im Ernst. Das ist das Schlaueste, was man tun kann gerade. Schlechterin. Ja, alle sieben von ihnen. Ich hatte euch gesagt, ihr sollt vorsichtig mit dem Pflaumenschnaps sein. Fünfkralle, bitte kommt hierher. Aha. Meine teuerste Freundin, ihr müsst euren Platz unter den anderen Drachengardisten einnehmen. Die Zeremonie kann erst beginnen, wenn alle, die ich zu Ehren gedenke, an Ort und Stelle sind. Ist das alles wirklich nötig? Prunk und Pomp sind eine nötige Komponente jeder Zeremonie. Die Massen verlangen das. Außerdem will ich die Leistungen der Drachengarde ehren, darunter auch eure. Nehmt diese Belohnung und lächelt, Fünfkralle. Wir fangen gleich an. Dann kann ich auch direkt nochmal was löschen. So. Bewohner von Senchal, lasst uns die Mühen der Drachengarde anerkennen. Sie hat Elsweyr vor dem Zorn der Drachen gerettet. Lasst uns zunächst die Köpfe senken und ab nur Taren gedenken, der sein Leben gab, um Tamriel zu retten. Zudem bereitet es mir große Freude, die Rückkehr von Sai-Sahan und der Drachengarde zu verkünden. Mögen sie stets über uns wachen. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, Königin Kamira. Und schließlich möchte ich mit euch allen meine Freundin und Champion ehren, die die Bedrohung durch Khalgrontit ein für allemal beendet hat. Vier hoch auf Fünfkralle! Vier hoch auf die Drachengarde! Bier? Nein, Saji hatte schon mehr als genug. Danke vielmals. Die Drachen sollen mich holen.
Tja. Dann haben wir das alles jetzt geschafft, ne? Da 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 da. Ja. Haben wir jetzt eigentlich noch einen neuen Titel? Nee, ne? Wächterin Elsweier, das haben wir jetzt. Juhu. Bubudub. Einrichtung. Ja, dann würde ich einfach sagen, genießen wir das hier und sehen uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir noch die ganzen Quests hier schön in Elsweier, ganz gemütlich. Und kehren dann zur Hauptstory zurück, so wie geplant. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr immer dabei seid. Und bis bald. Tschüss.